Weihnachtszeit, kurz vor Weihnachten, man nur noch die letzten Geschenke, stresst sich durch die Straßen, kommt dann hier trotzdem zur Party, was wir toll finden. Was können wir hier bieten, was können wir hier Vorweihnachtliches bieten? Natürlich, wie immer, Weihnachtsmann, den Sie nachher unten im Hof sehen können. Tragen Sie ein Gedicht vor, dann kriegen Sie auch ein paar Süßigkeiten. Der ist in den Tanzräumen beschenkt, die DJs beschenken Sie auch gerne. Aber wir dachten, was machen wir sonst noch? Wir haben in guter Tradition eine Feuerzangenbowle. Die haben Sie da drüben schon gefunden. Das gehört sich fast schon so in Deutschland, glaube ich. Das ist eine tolle Tradition geworden durch diesen großartigen Film von 1944. Wir haben einen Buchstand. Da können Sie dieses Buch, von dem Sie gleich weitaus mehr erfahren, oder aus dem Sie gleich weitaus mehr erfahren, kaufen. Lohnt sich, tolles Weihnachtsgeschenk außerdem. Und ich habe in einer Rezension über dieses Buch, nämlich Heinz Rühmann und die Feuerzangenbowle, gelesen, dass die Geschichte zu dieser Komödie eigentlich einem Krimi gleicht. Und das macht es fast noch interessanter, gerade vor diesem Hintergrund 1944, der Zweite Weltkrieg in Deutschland. Aber da kann jemand anders weitaus mehr sagen, nämlich ein wahnsinnig versierter Journalist. Wir freuen uns wirklich ganz enorm, dass wir den Kontakt zu ihm hatten, dass er sein Buch hier vorstellen kann, dass Sie hier sind. Ich wende es eine halbe Stunde zu, es ist wahnsinnig interessant. Ich empfehle danach noch das Buch, eine Feuerzangenbowle zum Wohl und auf jeden Fall viel Spaß bei der Lesung mit Oliver Hohmann. Gibt man die Begriffe Feuerzangenbowle und Film in eine Online-Suchmaschine ein, dann spuckt das Internet rund 70.000 Treffer aus. Im Frühjahr 2008 wurde die Feuerzangenbowle hinter das Boot zum zweitbesten deutschen Film aller Zeiten gewählt. Fans gibt es genug. Sogar Hollywood-Stars schwärmen für den Film. Diane Kruger erzählte am Rande der Internationalen Berliner Filmfestspiele 2010, sie habe ihn wohl 25 Mal gemeinsam mit ihrem Großvater gesehen. Und sie fügte hinzu, als Heinz Rühmann starb, habe ich sofort meinen Großvater angerufen und wir haben zusammen geweint. Bis heute gibt es jedes Jahr hunderte Kinoaufführungen, die meistens zur Weihnachtszeit in deutschen Universitäten stehen. Dort ist die Bowle feuchtfröhlicher Kinokult für 10.000 Studenten. Der Spiegel nannte den Rühmann-Film daher Rocky Horror Rühmann Show. Die Suche oder die Arbeit an dem Buch startete eigentlich mit einer Schnapsidee. Das heißt, wer war dieser blonde Streber Ackermann, der wirklich immer wieder Spaß macht, wenn man ihn sieht, aber er wird im Nachspann oder beziehungsweise im Vorspann einfach nicht genannt und fragt man Filmhistoriker, wer ist dieser Mann, dann konnten sie keine Auskunft geben. Letztendlich wollte ich eigentlich nur diese ganz einfache Frage beantworten und daraus entstanden dann 400 Seiten und die habe ich aufgeschrieben und das steht jetzt hier drin. Aus aktuellem Anlass möchte ich Ihnen, denn man muss vielleicht davor sagen, das Buch besteht eigentlich aus zwei Teilen. Eigentlich ist der erste Teil ein großes Essay, wie der Film entstand, wie die Dreharbeiten waren, wie sich die Schauspieler fühlten, wie sie jeden Tag mit der S-Bahn von Berlin Mitte zur Arbeit fuhren, durch den Wald gingen, 8 Minuten vorbei an Internierungslagern. Es war eine kuriose Zeit, Bombenalarm, sie mussten hin und wieder in den Bunker und so weiter. Dann erzähle ich, wie gesagt, die kuriose Nachkriegsgeschichte. Der Film wurde 1964 das erste Mal im Fernsehen aufgeführt und damit beginnt eigentlich erst der Kult. Und damit war er sozusagen erst in aller Munde. Kurioserweise nicht im Westen, sondern im Ostfernsehen lief er, und zwar mit tschechischen Untertiteln, da der deutsche Fernsehfunk Ost dieser Zeit keine deutsche Kopie auftragen konnte, musste er sich eine leihen aus der Tschechoslowakei und die hatte tschechische Untertitel. Entschuldigen Sie sich dafür. Erst 5 Jahre später strahlte das ZDF dann die Feuerzangenbowle das erste Mal aus. Und es war so, die Feuerzangenbowle blieb eine gesamtdeutsche Liebe. Man guckte gegenseitig über die Mauer. Wenn am Ostfernsehen lief, guckte der Westen zu. Wenn er im Westfernsehen lief, guckte der Osten zu. Das war ganz, ganz kurios. Der zweite Teil des Buches ist im Prinzip ein Materialienapparat, in dem ich sehr, sehr viele Biografien, kurze Biografien erzähle, nämlich der Mitwirkenden, die man heute nicht mehr so kennt, beziehungsweise einfach vergessen hat. Dazu gehören natürlich auch die Kurzbiografien von Heinz Rühmann und so weiter, aber dazu gehören eben auch die Biografien von Ackermann, von Heinz Hebel und von vielen anderen.
Schauspieler, die ich teilweise selber noch finden konnte, denn auch 67 Jahre nach den Dreharbeiten leben noch einige Darsteller, nicht viele, aber einige. Teilweise sind sie auch leider wegen der Arbeit an meinem Buch gestorben, aber so ist das. Ich möchte beginnen mit einer Biografie von einem Darsteller, den Sie vielleicht gerade gesehen haben. Das ist der kleine Junge, der von dem Gasthof Axmacher, der schöne Marion, den Weg weist. Er weiß ja, wo der Hans Pfeiffer zu finden ist, denn er ist an dem Gymnasium. Nachdem ich ihm das vorgelesen habe, verrate ich ihm dann auf den Grund, warum ich ausgerechnet diese Biografie heute vorlese. Normalerweise lese ich andere Biografien vor. Dieser Junge, den Sie da sahen, mit der Fashion-Uhrkette, mit dem angedeuteten Frack, ist Günter Klack und spielt den Hotelpagen. Geboren 1931 in Berlin, gestorben 1987 in Berlin. Herr Axmacher, wir hatten doch gerade so einen Herrn Pfeiffer, wissen Sie noch, der mir das kolossale Trinkgeld gegeben hat. Als Günter Klapp diese Sätze in der Feuerzangenbude sprach, war er 12 Jahre alt, aber längst ein alter Hase im Filmgeschäft. Klapp war ein Kinderstar und 1943 bereits ein erfahrener Darsteller auf Leinwand und Bühne. Der illustrierte Filmkurier, der zum Filmstar der Feuerzangenbude erschien, zeigt neben Rühmann auch Günter Klapp auf der Titelseite. Gemeinsam in seiner Szene mit Ernst Rotmund als Peter B. Axmacher und der schönen Marion Hilde Sessler. Günter Klapp, 1931 in Berlin geboren, wuchs in Kreuzberg auf. Seine Familie war aus Iserlohn in Gespräch gekommen und wohnte 1943 in der Gneisenaustraße 99. Vater Otto war gelernter Zahlmeister und überzeugter Kommunist und seit Anfang der 30er Jahre arbeitslos. Mutter Lili Klapp war eine studierte Kammersängerin aus vermögendem Hause mit guten Kontakten zur Ufer. Sie vermittelte Günther und seine vier Geschwister, Hans Otto, geboren 1926, Helga, 1929 geboren, Irene, 1930 geboren und Horst Dieter, 1933 geboren, seit den späten 30er Jahren Filmrollen und Theaterengagements. Günther war 1939 im Stern von Rio zu sehen, damals gerade 8 Jahre alt. Alle fünf Geschwister spielen 1940 zusammen. In Verwandte sind auch Menschen unter der Regie von Hans Depp nach dem Buch von Erich Kästner. Der Dienst bei den Pimpfen, den Günther erspart. Nach einem ersten Treffen forderte ein Fähnleinführer den Jungen auf, seine Locken abzuschneiden. Die waren jedoch eines seiner Markenzeichen als Kinostar, erinnert sich Günthers Schwester Irene, genannt Reni. Das war einer derjenigen Nachfahren, Ehre hatte zu treffen, und von ihr habe ich das, was ich heute weiß, über diese Darstellung. Sie sagt weiter, Günther kam weinend nach Hause und Vater ließ den Fähnleinführer, der tags darauf bei uns vorsprach und ihn wieder abholen wollte, mit den Worten abblitzen, mein Sohn gehört mir. Erhaltene Atelierfotos beweisen, dass sich die Eltern durchaus bemüht haben, ihren Sohn als Filmstern zu inszenieren. Und leider wurde Günther dadurch nur im Laufe der Zeit ein wenig größenwahnsinnig, erinnert sich Reni. Er war schrecklich eigensinnig und leider auch viel zu arrogant. Irene Wegmann, geborene Klapp, sagt das heute. Als Kind übernahm sie oft Rollen für ihren Bruder, denn sie war fast gleich groß. Sie sagt, um 1940 spielte Günther nachmittags in der Komödie in Aschenputtel und abends neben allen Theater am Kurfürstendamm an der Seite von Wilhelm Bendo. Nicht nur, als mein Bruder die Windpocken bekam, musste ich einspringen. Oft hetzte ich Hals über Kopf zum Theater, entschuldigte ihn und wurde in aller Eile geschminkt. Vielen Regisseuren war ich ganz recht, denn ich sprach sehr deutlich, während Günther ziemlich nuschelte. Für seine Rolle in dem Rühmann-Film bekam Günther Klapp 1943 eine Gage von 75 Reichsmark. Bei der Todes gab es auch einmal 100 Reichsmark. Traumgagen gegen die beim Theater üblichen 8 Reichsmark. Günter Klapp hatte an der Seite von Ernst Rotmund und Hilde Sessler nur einen Drehtag im Atelier von Babelsberg. Die Gagenliste vermerkte SE für Sondereinsatz, wie für alle Darsteller, die keine gelernten Schauspieler waren. Er war erst 12 Jahre alt. Kurz nach den Dreharbeiten zu Feuerzahnbude zogen die Klapps in der Gneisenauer Straße an das Cottbuser Ufer.
Das war ein Glück, denn ihr altes Haus wurde wenige Wochen später durch einen Volltreffer ausgebrannt. In etwa 10 Filmen wirkten die Klappkicker bis Kriegsende mit, einzeln oder gemeinsam. Nach 1945 blieb Günther Klapp zunächst weiter beim Film. Bis zu seinem 20. Lebensjahr drehte er bei der DEFA. 1949 spielte er den Kellner Klaus in Die Kuckucks. Das war seine letzte größere Filmrolle. Dann verpasste er immer wieder Termine, schmiederte und wurde arbeitslos, berichtet sein Sohn Lutz Klapp. Manchmal weigerte er sich stur, die Szene zu betreten, mit Ausreden von drückenden Schuhen und falscher Garderobe. Der gesamte Filmstab musste warten, auf dem Theater von Uwe ähnlich, erinnert sich seine Schwester. 1951 heiratete Günther Klapp seine erste Frau Helga Hübsen. Das Paar bekam 3 Kinder. Noch vor der Geburt des jüngsten Sohnes Lutz, 1955, trennten sie sich wieder. Seine erste Frau war schlicht mannstreu. Da hatte er großes Pech gehabt, betont Schwester Helga. Die Kinder wuchsen in Heimen auf. Lutz kam in das Berliner Elisabethstift mit 6 Jahren, dann in ein Kinderheim in Nordhessen. Günther Klapp ging zunächst in Berlin und schlug sich als Kellner durch. Nach einer Etappe als Vorarbeiter bei einer Varieté-Truppe zog er in den Harz. Einige Wochen nach dem Mauerbau ging er mit seiner zweiten Frau zurück in den Westteil Berlins und eröffnete ein Restaurant in Zehlendorf. Seine zweite Ehe war auch nicht leicht, erinnert sich Willi. Er sagte mein Engelchen zu ihr und sie schlug ihn mit einer Blatt. Seine Kinder aus erster Ehe hatte Günther Klapp lange verleugnet. Lutz Klapp sah seinen Vater zum ersten Mal bei 17 Jahren, das war 1972. Über die Dreharbeiten zur Feuerzeitmode sprach der Vater mit dem Sohn nicht. Ich wusste lange Zeit nicht einmal, dass mein Vater überhaupt Schauspieler war. Erst meine Tante Irene erzählte mir davon. Auch im Alter interessierte sich Günther Klapp mehr für seine Kneipenbekanntschaften und nur selten für seine Familie. Er starb 1987, er ist 56 Jahre alt in einem Berliner Krankenhaus am Magen- und Speiseröhrenkrebs. Seine Schwester Irene schätzte seinen Humor, sagt aber auch, er war ein typischer Skorpion, sehr schwierig und hat sich viel in seinem Leben selbst verbaut. Das war nun eine, wie ich glaube, relativ nicht typische, aber so viele Biografien oder solche Art Biografien finden Sie sehr viele in dem Buch. Aber sie finden auch ganz andere. Nur was sie finden nicht die Biografie, die Heinz Rühmann gelebt hat. Heinz Rühmann war der Topstar des Films. Er hat 180.000 oder 160.000 Reichsmark verdient für einen Film. Das war, ich glaube, nur Hans Albers verdiente zu der Zeit besser. Um es vielleicht ermessen zu können, wie viel Geld das war, sie kriegten zu der Zeit etwa für 1.000 Reichsmark ein Volkswagen. Das heißt also ein Auto für 1.000 Reichsmark mit Heinz Rühmann verdiente 160.000 Reichsmark. Und die Ackermanns und die Klapps, die Kleindarsteller, kriegten für einen Drehtag, wie gesagt, 75 Reichsmark oder vielleicht noch 100. Aber das war, wie gehört, im Verhältnis zu dem, was er Theatergagen bezahlt wurde, noch viel. Dann kriegte man nur 8. Euro und musste sehr, sehr viel arbeiten. Das heißt also, man wurde damals auch im Theater nicht reich, aber das ist auch, glaube ich, heute noch immer nicht so. Wie gesagt, das war die meiste Arbeit an dem Buch, war diese Menschen zu finden, die mir erzählen konnten, wer war es eigentlich. Das sind viele, viele Menschen, die eben keine berühmten Schauspieler wurden. Das sind viele Menschen, die dann zum Theater gingen und keine berühmten Theaterschauspieler wurden, die sich wirklich wenig nach dem Film ganz von der Bühne und von Rollen zurückgezogen haben. Aber Sie können sich vorstellen, wenn man dann einmal, ein erstes Mal mit jemandem spricht und am Telefon jemanden hat, von dem man weiß, der spielte vor 76 Jahren, vor 67 Jahren, um genau zu sein, in diesem Film, dann kriegt man eine Gänsehaut. An manchen Stellen war ich dann still am Telefon und wusste eigentlich nicht mehr, wie geht das eigentlich? Ich habe versucht, sozusagen diese kleine Biografie aufzuschreiben. Und der Lutz Klapp, von dem ich Ihnen gerade ganz kurz erzählt habe, dem Sohn dieses Pagen aus der Feuerzangenbowle, der sitzt da in der Kamera. Den habe ich heute das erste Mal getroffen. Wir haben vorher nur telefoniert, ein bisschen E-Mail-Kontakt gehabt, auch mit seiner
mit seiner Tante und der Reni, aber wir haben uns heute Abend das erste Mal kennengelernt und sie sehen mich schon wieder berührt. Ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Oman. Vielen Dank, dass Sie hier waren, für die spannende, für die nette Lesung. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie hier sind. Da drüben gibt es die Feuerzangenbowle zum Wohl. Dort das Buch, Heinz Rühmann und die Feuerzangenbowle. Auf jeden Fall nochmal ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Oman, für den allen.